Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Absolutely. So. Wir gehen jetzt endlich nach Tir Evron. Nachdem wir jetzt in der letzten Aufnahmesession Iravias, ich habe endlich den Namen richtig gelernt, Westline abgeschlossen haben. Jetzt haben wir nur noch offen. Blutopfer ist hier eine Quest. Quest über den Wolken auch. Jägerbruder auch. Stämmen ausgeliefert auch. Die Schlacht vom Jenwald ist klar. Ich habe mal ganz vorsichtig nachgespickt. Wir haben Zeit dafür. Wir können sogar noch das die Expansion machen. Das gehört nämlich irgendwie zur Expansion. Also zu White March. Ja, kaum mehr in Erinnerung. Das ist die trauernde Mutter. Kreckhold ist auch White March. Lange Jagd ist Sagani. Meister der Tiefe ist unser. Sind die endlosen Pfade. Und die Prüfung von Durrens ist Durrens. Ja, der hier braucht. Die Vögel. Klinge der endlosen Pfade ist in den endlosen Pfaden und das hier sind Kopfgelder. Markrans Gabelung, Schwarzauen und Talholz. Also hier und hier sind Kopfgelder für uns noch zu holen. Ja, wir machen ja auch gut was hin mit Level-Ups. So, aber jetzt zu den Göttern. Okay, wir sind bei den Göttern. Nur noch nicht ganz so, wie es aussieht. Zerschmetterte und verkohlte Steine versperren den Weg nach Sonne in Schatten. Ja, da hat sich Theos zurückgezogen. 10 Jahre Morgendämmerung. Ausgewählte Korrespondenz von Gabenbringer Iden. Der rätselhafte Gott der Kälte. Ja, das da müsste Eotas, über Eotas und Weitwind sein, genau. Das ist Ondra. Und das ist natürlich Rümgrand. Hier haben wir die vielen Gesichter von Berat. Jonas letztes Tagebuch, das ist Skane. Und zu guter Letzt das ist Whale, okay. Schreiben der okkulten Hand. Und dann haben wir noch hier. Predigen des Kampfes. Das ist Magran. Hier steht Magran. Buch der Jagd ist Galloway, das ist klar. Die Königin, die nie gewesen war, ist Wodica. Erinnerung einer Hebamme. Oh, das ist Hyela. Und das hier, das müsste Abidon, genau, der Schmiedegolem sein. So, das heißt, wir haben ja nur die Wahl, hier an den Altar zu gehen. Leuchtender Adrasplitter ist im Lager abgelegt worden und damit können wir jetzt wohl das Ding hier aktivieren. Divine contraption that I would dearly love to inspect. Unglaublich, ein glücklicher Apparat, den ich zu gerne inspizieren möchte. So.
Jetzt sehen wir die vier Möglichkeiten, die wir haben. Natürlich, Wodeka antwortet nicht, was klar ist. Also durch Wales Schreien, ja, erfüllt ein gellendes Geräusch deine Ohren. Es gibt keine andere Reaktion. Ja, einer fehlt nur. Und der wurde wohl verbannt, nämlich Eotas. So. I'm here. Das heißt, wir holen uns jetzt die Aufgaben von den Göttern ab. Certainly. Fangen wir mal mit Rümgrant an. In dem Sternbild in der Nähe erkennst du die Gestalt eines seltsamen gehörnten Tieres. Gelegentlich glaubst du zu spüren, dass der Schrein selbst eine leichte Kälte ausstrahlt. Zu Rümgrant beten. Du kniest dich vor den Schrein nieder und bereitest dich darauf vor, die rituellen Worte zu sprechen. Alle Dinge können wieder zusammengefügt werden. Dem Tod wohnt Leben inne, dem Leben Tod. Das Überleben beginnt mit Stärke von innen. Lebe jede Note des Lebensliedes. Der Kampf ist unsere grundlegende Natur. Ich singe von Trauer des Ozeans, um meine eigene zu vergessen. Alles Leben endet in Stille. Morgen erstickt mein Meister an seiner eigenen Peitsche. Was ist eine Antwort ohne eine Frage? Wenn Wodeka ihren Thron wieder besteigt, wird alles Unrecht wieder gut gemacht. Ja, alles Leben endet in Stille, müsste es sein. Wir können aber zur Not nochmal nachlesen. Gott der Kälte. Da, da, da. Ja. Wenn das Leben des Helden in Stille endet. Also, alles Leben endet in Stille ist Rimgrant. Ja, das ist Wodeka. Das wäre Vale. Das wäre Skaane. Das ist Ondra. Das müsste. Magran sein. Das müsste Hyela sein. Das müsste Gallowayn sein. Das müsste dann Berat sein. Und das müsste der Golem sein, dessen Namen ich immer vergesse. Abaddon. Zu Rümgrant beten. Alles Leben endet in Stille. Du spürst plötzlich einen kalten Windzug, als würde der Schrein in das Winterleben eintreten. Die Kälte schneidet in deine Haut wie eine scharfe Klinge und Dunkelheit beginnt sich am Rand deiner Augen breit zu machen. Du kniest dich nieder und schließt die Augen. Als du betest, wird die Dunkelheit durch ein helles Weiß verdrängt und ein heulender Wind erfüllt deine Ohren. Die Vision, die sich langsam zeigt, ist die einer weidengefrorenen Ebene. In der Ferne siehst du eine Prozession von Elfen, die immer wieder aus dem Weiß auftauchen und wieder verschwinden. Sie stapfen über Schneewehen, die Köpfe zum Schutz vor dem scharfen Wind gesenkt. Ich kenne diesen Ort, das ist das ewige Weiß. Als die Prozession an dir vorbeistappt, wendet ein in Felle gefütterter Mann den Kopf zu dir. Willst du auch nach Mittagsfrost und zum Frostbruch? Bevor du antworten kannst, ist er schon weitergezogen. Du folgst der Karawane und kommst nach wenigen Minuten an eine Wand aus Eis. Sie verschwindet in der fahlen Leere über dir und erstreckt sich in beide Richtungen, so weit wie dein Auge reicht. Die Elfen bleiben vor einem spiegelglatten Abschnitt stehen, der eingerahmt ist wie eine Tempeltür. Er scheint dünner zu sein als der Rest der Wand. Du siehst nicht, was auf der anderen Seite liegt, aber es geht eine lähmende Kälte davon aus. Die Elfen ziehen Pickeln und Schaufeln aus ihren Robenbeuteln und beginnen auf das glatte Eis einzuschlagen. Ihre Werkzeuge fliegen mit schnellen, glänzenden Schwüngen durch die Luft. Obwohl sie mit aller Kraft in die Arbeit werfen, gelingt es nicht einem von ihnen auch nur den kleinsten Kratzer in das Eis zu schlagen. Doch mit jedem Hieb brüllt etwas in der Ferne. Was das auch ist, es ist riesig und zornig. Sagani blickt mit zusammengekniffenen Augen in das Schneegestöber. Und es kommt in unsere Richtung. Palaginas Kopf wirbelt herum, um zu sehen, woher das Gewühl kommt. Vergiss die Elfen, wir müssen uns aufbruchbereit machen. Sie wendet sich wieder dir zu und dehnt ihre Hände in der kalten Luft oder kampfbereit. Die Elfen hacken weiter auf Eis ein, scheinbar ohne das wütende Gebrüll zu bemerken.
und das Beben unter euren Füßen. Der Schnee reicht dir nur bis zu den Knien. Deine Beine fühlen sich in den Schneewehen ganz erfroren. Versuchen die Aufmerksamkeit der Elfen zu gewinnen. Du packst die nächste Elfe bei der Schulter, schüttelst sie und schreist, um den heulenden Wind zu übertönen. Du zeigst sie in Richtung des dröhnenden Lärms, aber sie blickt dich nur zornig an. Lass uns in Frieden, Reisende. Wir müssen hindurch. Wir können nicht länger auf dieser Seite bleiben. Hört doch zu. Hört doch. Ihr erzürnt etwas sehr Großes. Ihr müsst aufhören. Die Elfe lauscht angestrengt. Als sie ihre Picke in dem immer tieferen Schnee absetzt, halten einige ihrer Kameraden in ihrer Arbeit inne. Ein Mann mit einem verkümmerten, abgefrorenen Finger dreht sich um. Er hebt eine verstümmelte Hand und die anderen hören auch mit der Arbeit auf. Sie bleiben mehrere Sekunden lang regungslos stehen, ehe du erkennst, dass sie eingefroren sind. Du berührst den Elf neben dir und er zerfällt zu einem Schneehaufen. Ein letzter Windstoß bläst vorbei und zerstreut die übrigen Elfen in einem chaotischen Wirbel. Du bemerkst einen einzigen verzweigten Riss in der spiegelglatten Barriere. Er ist die einzige Spur auf der makellosen Eisfläche. Was auch auf der anderen Seite dieser seltsamen Tür liegt, du spürst, wie es dich anzieht. Erst als du zurückblickst und die parallelen Spuren im Schnee hinter deinen Beinen siehst, erkennst du, wie stark die Anziehungskraft ist. My end comes to all things in time. Seal the frost-hewn breach and instruct the pilgrims in the patience of Remergond. Aus dem Spalt dringt ein dumpfes Flüstern, so leise wie es auch sein mag, es lässt den Boden unter den Füßen erbeben. Mein Ende ereilt irgendwann alle Dinge. Versiegle den Frostbruch und lehre die Pilger die Geduld Rümergans. Das Loch mit einer Handvoll Schnee stoppen. Du füllst deine Hände mit Schnee und stopfst ihn in den Riss. Es wird sofort hart und ein grauer Reif wächst über der glatten Oberfläche der gefrorenen Tür und lässt sie mit dem Rest der Wand verschmelzen. Als du deine Hand wegnimmst, bleibt ein perfekter Eiskristall darin zurück. Als du den Kristall untersuchst, verschwindet die Vision um dich herum, doch der Eissplitter bleibt in deiner Hand, ohne zu schmelzen. So, das ist ins Weiße nichts. Die Prüfung Rümergans. Rümergans hat mir eine Vision eines Tors gezeigt, des Frostbruchs und der Bleichelfen, die versuchen es zu öffnen. In der Vision sind die Elfen zu Schnee zerfallen und ich habe das Tor mit einem Eiskristall versiegelt, wie ich auch immer in der Hand hielt, als der Wachtraum endete. Der Frostbruch schien sich in einem Tempel namens Mittagsfrost zu befinden. Wenn ich Rümergans heiligen Ort mit Zwingen so empfingen kann, finde ich vielleicht auch heraus, was die Vision zu bedeuten hat. Die Einheimischen müssen mehr über diesen Ort wissen. Auch wenn Skane und Ondra irgendwie an Rümergant hängen. I'm here. So, dann holen wir uns mal Berats Aufgabe, Prüfung. In dem glitzernden Sternbilder in der Nähe siehst du die düstere Form eines Totenkopfs. Seine Kiefer sind weit aufgerissen, als wären sie zu einem stummen Schrei festgefroren. Zu Berat beten. Dem Tod wohnt Leben inne, dem Leben Tod. Die Luft, die dich um bewegt sich, als hätte ein nicht zu spürender Wind gedreht und unerwartete Wärme mit sich gebracht. Du spürst das seltsame Gewicht einer unsichtbaren Präsenz und von Blicken, die auf dir ruhen. Du kniest nieder und betest zu Berat. Obwohl deine Augen geschlossen sind, siehst du eine Straße, die sich endlos zu erstrecken scheint. Die Sterne über dir rasen im Uhrzeigersinn über den Himmel. Sie verschwinden am Horizont zu deiner Linken und gehen zu deiner Rechten wieder auf. Du versuchst Einzelheiten neben der Straße zu erkennen, aber deine Augen können nicht klar sehen. In einem Augenblick glaubst du, eine nebelbedeckte Wiese zu sehen, im nächsten schroffe Felswände. Einmal siehst du sogar ganz kurz Wellen an den Straßenrand schwappen. Wirst du in die sich stetig verändernde Landschaft treten, du bist dir sicher, du würdest nur wieder auf der Straße landen. Du weißt, dass es eine Vision ist, aber die Erde unter deinen Füßen fühlt sich fest an, die Nachtluft kalt und auf deinem Gesicht. Du gehst, deine Füße tragen dich scheinbar aus ihrem eigenen Willen vorwärts. Vor dir hebt sich etwas. Als du näher kommst, siehst du zwei Steinfiguren, die dir seltsam vertraut erscheinen. Die zwei Gesichter von Chirono, was wir Berat nennen. Sie schaudert leicht, ihre Federn zittern, als sie die Gestalten misstrauisch anblickt.
Du erinnerst dich an die Tür nach Clian Ban Rilak und die zwei Gestalten, die in dem Berg daneben gehauen waren. Die eine Gestalt sieht leicht männlich aus, die andere leicht weiblich. Nur eine dünne Schicht Fleisch bedeckt ihre skelettartigen Körper, die sich so drehen, dass sie die Tür zwischen sich ansehen. Die Tür ist aber nicht das, was du in den Ruinen gesehen hast. Sie ist ein Schädel, glotzend und kieferlos. Als du ihn ansiehst, scheint sein offener Mund zu wachsen. Die Arme der zwei Steinskulpturen deuten auf den Mund, als würden sie dich einladen, ihn zu betreten. Den Mund des Schädels betreten.